Also, heute testen bzw. rüsten wir eine funkgesteuerte Rückfahrkamera an. Und zwar, ja, ist es häufig so, dass man nicht wirklich die Lust hat, so ein Kabel von der Kofferraumklappe bis zum Radio zu ziehen. Speziell bei den Fahrzeugen, wo sich so eine Rückfahrkamera, eine Rückfahrkamera in der Heckklappe befindet und das Rückfahrlicht ist dann im außen, also nicht in der Heckklappe. Oder andersrum, oder sogar das Rückfahrlicht, wie in diesem Fall, dieses hier ein Golf 6. Und der Golf 6 hat die Rückfahrleuchte, die ist in der Heckklappe. Und und die Kamera selber ist in der Kennzeichenleuchte. Ihr wisst es vielleicht von meinem Video, ich habe die Kamera hier bei diesem Auto an die Kennzeichenleuchte angeschlossen. Bedeutet, die ist eigentlich durchgehend aktiv und an. Jetzt haben viele gesagt, ja, die Kamera, die geht schnell kaputt. Nein, die geht nicht schnell kaputt, die leuchtet schon ziemlich lange. Aber das Problem, das eigentliche Problem ist, wenn man jetzt, wenn man jetzt zurückleuchten muss, dann müsste man durch den dünnen Mantel von der Heckklappe erstmal alle Verkleidungen ab, den Himmel absenken, alles. Und das wollen wir in diesem Video jetzt vermeiden, dass wir die ganzen Verkleidungen abmachen müssen. Also einmal müssen wir ja an das Rücklicht dran, den Sender dort anschließen und den Empfänger, den schließen wir hier direkt hinterm Radio an. Ja, und wie das geht, das würde ich euch gerne heute in diesem Video einmal zeigen. Ob das viel einfacher ist, werden wir dann auch sehen, denn man meint, es ist einfacher. Je nachdem, wie man es sieht. Ne? Also hier hat man den Empfänger, der muss an Strom angeschlossen werden. Und hinten am Kofferraum hat man den Sender, der muss auch angeschlossen werden. Wie ist das Verhältnis jetzt zu dem Anschließen der einzelnen Teile vorne und hinten im Verhältnis zu dem Kabel verlegen? Ne? Also ich habe das Kabel verlegt und es hat soweit ganz gut funktioniert. Wir werden aber mal sehen. Ob auch so ein Empfang von diesem Senderempfänger auch gut ist. Und da würde ich sagen, starten wir einmal. Das Radio, ja, habt ihr gesehen, habe ich jetzt schon mal rausgeholt. Und was mich jetzt wirklich interessiert, der Empfänger, der hier vorne am Radio angeschlossen wird, darf er durchgehend mit Strom versorgt werden, sodass die Kamera dann nicht angeht? Oder muss ich wirklich den Empfänger, der hier vorne sitzt, das ist jetzt ein Fahrzeug mit CAN-Bus, das bedeutet, das Radio schaltet die Rückfahrkamera aktiv, sobald der Rückwärtsgang reingeschmissen wird. Dieses Signal kommt aber über den CAN-Bus. Anders ist es bei Fahrzeugen, die keinen CAN-Bus haben. Die Kamera, die geht dann an, sobald eine Spannung auf der Leitung anliegt, die für den Rückwärtsgang verantwortlich ist. Ja. Und das testen wir jetzt, Leute. Ich würde sagen, lass uns starten. Wir holen den Sender, den Empfänger und schließen als erstes einmal den Empfänger hier an. Und dann gehen wir nach hinten zur Heckklappe und schmeißen den Sender rein. So, und für das Ganze, da brauchen wir natürlich einmal einen Sender und einen Empfänger. Das kriegt man meistens zusammen oder es ist immer zusammen. Die Teile sind gepaart, die sind auf einer Frequenz und die funktionieren auch nur... Ich glaube, die funktionieren auch nur zusammen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich meine, irgendjemand hat schon mal gesagt, dass es schon mal Störungen gibt. Wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann werden die Signale schon mal gestört. Aber gut, wie auch immer, wir werden es gleich mal testen. Ich werde jetzt aber nicht durch die Stadt fahren und gucken, ob irgendjemand mein Signal stört. So, wie erkenne ich jetzt hier, wo ist der Sender, wo ist Empfänger? Also, das ist hier der Empfänger. Wir haben hier so ein gelbes Kabel. Das ist einfach nur fürs Videosignal. Antennchen und Plus, Minus. Der Sender. Da hat einmal das Kabel fürs Videosignal, einmal die Spannungsversorgung für die Rückfahrkamera und einmal die Spannungsversorgung. Diese Litzen, die müssen an das Rückfahrlicht angeschlossen werden. Aber Achtung Leute, nicht einfach ans Rückfahrlicht anschließen bei Fahrzeugen mit CAN-Bus, wo an die Rücklichter ein impulsweit moduliertes Signal gesendet wird, brauchen wir noch so einen Kondensator, der das Signal stabilisiert, denn sonst funktioniert das System nicht. Denn ich werde es euch jetzt gerade mal zeigen, was ich damit meine.
Ich habe die Kamera jetzt einfach mal auf den Tisch gestellt und ich zeige euch mal, wie so ein Signal, impulsweit moduliertes Signal aussieht bei diesen Fahrzeugen. Das wäre dann Golf 5, Golf 6, Touran, Passat 3C, praktisch die Fahrzeuge, ja, hauptsächlich die neuen Fahrzeuge und vor allem die Fahrzeuge, wo die Leuchtmittel auch überwacht werden vom Bordnetzsteuergerät oder vom Steuergerät, vom Lastmanagement. So, wir haben einmal die Spannungsversorgung. Ach so, ja, und deshalb daran kann man auch daran erkennen, wenn man, früher hatte man eine Zwei-Faden-Glühlampe, zum Beispiel als Rücklicht und Bremslicht. Ne, man hat das Licht angemacht, dann hat es leicht gedimmt, geleuchtet, und wenn man die Bremse getreten hat, dann war genau die gleiche Glühlampe, schön lichterloh, hell. So, Zwei-Faden-Lämpchen. Und die Fahrzeuge, die über so ein impulsweit moduliertes Signal bekommen, die haben nämlich eine Glühlampe, ein Faden, kriegen dann folgende Spannung ins Leuchtmittel reingesendet. So, hier haben wir 12 Volt und hier haben wir 0 Volt. So, das ist, sieht er das? Ja, sieht man wunderbar. Das ist die Spannung, die jetzt, ich sage jetzt mal, zum Rücklicht geht, zu allen Leuchtmitteln geht. Wenn wir jetzt vom Bremslicht ausgehen, dann wäre das so ein Signal, und wenn wir auf die Bremse treten, dann geht das Signal einfach hoch auf 12 Volt und bleibt oben. Aber wir sprechen jetzt gerade über das Rücklicht, wie das bei diesem Fahrzeug funktioniert, und das ist genau dieses Signal. Und dafür brauchen wir so ein Signal, Dämpfer, Rückfahrkamera, Dämpfer, es gibt verschiedene Namen dafür. Das ist ganz wichtig, dass man den verwendet, sonst funktioniert die Kamera im Fahrbetrieb nicht. Bei Zündung an funktioniert es komischerweise. Warum? Weil da das Steuergerät einfach eine Spannung rausschickt, kein impulsweit moduliertes Signal. Aber sobald der Motor läuft, gibt es so ein impulsweit moduliertes Signal. Und wir müssen diese Kurve aber so ein bisschen abflachen. Diese Receiver, die funktionieren zwischen 9 und 14 Volt, meine ich, habe ich da gelesen oder was. So, und wenn man diesen Dämpfer da einbaut, dann werden die Signale hier abgeflacht und dann haben wir hier so eine Sinuskurve. Eine schöne Sinuskurve, die pendelt um die 10 Volt rum, wird abgeflacht, und weil dieser Senderempfänger bei 9 Volt schon arbeiten, und wir haben hier ungefähr die Spannung von 10 Volt, ist das kein Problem. Warum passiert das? Da sind Kondensatoren drin. Sobald 12 Volt Spannung anliegt, lädt der Kondensator in diesem Dämpfer sich auf. Sobald die Spannung auf 0 Volt fällt, dann gibt es hier so einen kleinen Bogen, der geht nach unten. Und dann kommt wieder das Signal auf 12 Volt, dann speisen sich die Kondensatoren auf, und dann geht es wieder runter und irgendwann pendelt sich das ein. Das Ganze passiert, ich weiß jetzt nicht mit wie viel Hertz das Ganze passiert, es werden, ich will jetzt keinen Schmarrn erzählen, ich meine, wir kennen es von der Steckdose, da haben wir 50 Hertz, wie viel es beim Auto sind, weiß ich jetzt gerade nicht, aber das ist jetzt auch unwichtig, denn für uns ist wichtig, dass wir genau das verstehen, warum das passiert, woran wir jetzt gerade arbeiten. So, ohne Ende geschnackt wieder, ich würde sagen, lass uns zum Auto und die Dinger jetzt anschließen. So, das Erste, was wir jetzt hier vorne benötigen, ist, also wir können jetzt nicht einfach an die Plus- und Minusleitung hier dran gehen, denn hier liegt durchgehend Spannung an. Und wenn wir jetzt einfach diesen Empfänger hier an diesen Fracker-Stecker anschließen, an diesen originalen Stecker, dann haben wir das Problem, dass der Empfänger durchgehend an wäre. Saugt unsere Batterie leer. Leute, ganz wichtig, darf man nicht. Hier gibt es aber eine schöne Sache, wenn man schon so ein Android-Radio hat. Also erstmal muss man hier geschaltetes Plus und Minus suchen. Hier gibt es eine schöne Sache, und zwar, sobald man die Zündung anmacht, also ich teste das jetzt auch nur so, ne? Ich versuche es jetzt erstmal mit dem System, sobald die Zündung angemacht wird, dass der hier aktiviert wird, und dann schauen wir mal, ob der auch schon in den Rückfahrkameramodus schaltet. Dafür nehme ich mir einfach die Minuslitze, die schiebe ich hier wirklich in diesen Hauptstecker rein. Also da kann man ja, also eine Phase, hier liegt immer Minus an, das ist okay. Jetzt ist aber ganz wichtig, dass wir Plus finden. Und diese Plusleitung, die muss natürlich geschaltet sein. Und hier liegt ein schöner Stecker am Radio. Schaut euch das an. So, das ist der hier. Hier steht ACC. Das ist für die Zündung. Wenn ich jetzt hier meine Litze da reinmache, zeigt er mir, ja, 11,5. Die Batterie ist ein bisschen schwach.
Wenn ich jetzt die Zündung aber rausziehe, geht er runter auf 0 Volt. Jetzt mache ich die Zündung wieder an. Haben wir schon wieder Bordspannung. Mache ich die Zündung wieder aus und ziehe den Schlüssel ab, ist die Bordspannung weg. Genau das, was ich jetzt für diesen Versuch erstmal benötige. Bedeutet für mich also, ich schließe das erstmal nur provisorisch an. Für euch natürlich zur Info, wie schließe ich es an? Wenn man es dann natürlich komplett anschließen will, dann bitte mit anständigen Klemmen und allem anständig anschließen. So, dann schiebe ich den hier in meinem Fall jetzt einmal auf die Minusleitung. Schön da rein. Ja, wo kommt man denn am besten? So, einmal ans Plus. So, dann machen wir den hier direkt ans Minus. Das ist natürlich Dauerminus, also hier ist durchgehend Minuspotenzial auf den nur geschaltetes Plus. Jetzt mache ich mal die Zündung an und schauen wir, was das Radio macht. Also Antenne, wo ist die Antenne? Die müssen wir natürlich auch von den Empfänger, die hier, die kommt hier drauf. Zündung an. Und jetzt Rückwärtsgang. Ja, die Kamera geht jetzt natürlich an, weil das über einen Kennbus gesteuert wird. Logisch, er hat jetzt noch kein Videosignal. Und die wichtige Sache jetzt ist, oder die Challenge, wir gehen nach hinten und schließen den Sender. Wir schließen den Sender direkt ans Rücklicht an, inklusive des Dämpfers, den zeige ich euch gleich noch, und testen dann, ob wirklich der Funk wunderbar funktioniert. Ja, und jetzt können wir das ganze Zeug hinten reinschmeißen. Also ich gebe mir jetzt auch keine große Mühe, irgendwie das Teil hier nach vorne hinzulegen, damit der Empfang besonders gut ist. Ich schmeiße es einfach zusammen mit den anderen Kabelzeugs einfach da hinten rein. Ganz wichtig für mich, der Empfang soll gut sein, auch wenn das irgendwo da unten im Fußraum liegt oder sowas. Ne? Das wäre mir jetzt egal. Wichtig ist für mich, der Empfang, der muss da sein, auch wenn das zwischen den ganzen Strippen liegt. So, das Rückfahrlicht ist hier an dieser Stelle. Hier hinten haben wir Nebelschlussleuchte. Hier unten ist der Blinker. Schaut euch das an. Blinker, Rücklicht. Und das ist hier wirklich das Rückfahrlicht. Und ja, jetzt muss ich aber vorher eins prüfen. Und zwar, der Kofferraum ist offen. Nee, das brauche ich gar nicht prüfen. Wir müssen den Kofferraum nämlich zumachen. Denn... Kennbus gesteuertes Fahrzeug, das Steuergerät merkt, aha, Kofferraum ist offen, Rücklicht und Rückfahrlicht werden dann ausgeschaltet und dann können wir uns hier einen Wolf messen. So, Deckel einmal aufmachen und wir schauen uns einmal die Litzen an. Wo ist das Rückfahrlicht eigentlich? Das ist das untere Lämpchen, kommt mal ein bisschen näher dran. So. Das ist das Rückfahrlicht, ja, das ist diese hier und ja, da müssen wir jetzt einmal hier, oh, welche sind denn das? Also so wie es für mich aussieht, ist das mittlere hier Minus, das geht nämlich zu beiden. Und hier haben wir Plus, da geht die Leiterbahn hier auf den äußeren, würde für mich, in der Mitte ist Minus und hier außen, unten haben wir Plus. So, jetzt kommt der Punkt, an dem wir dieses Teil hier verbauen. Die sehen schon mal unterschiedlich aus, also da gibt es verschiedene Ausführungen. Hier drinnen sind einfach Kondensatoren, also glaube ich, einfach nur Kondensatoren. Rot, schwarz, hier drauf steht,
auf Englisch connect the reversing light power supply. Hier müssen wir Plus und Minus an das Rückfahrlicht anschließen. Und auf den gelben, was steht hier drauf? Schaut euch das mal selbst an, kurz. So. Connect the reversing camera positive electrode. So, dieses eine Kabel kommt dann an die Rückfahrkamera, in unserem Fall an den Wi-Fi-Sender. An den Wi-Fi-Sender, genau, an die Plusleitung. Das bedeutet, das ist ganz wichtig, da haben mich schon etliche Leute zu gefragt, wie schließe ich diese Teile an? Wir nehmen hier Minus ab und von der Kamera oder von den Wi-Fi-Empfänger nehmen wir auch Minus ab. Diese Minus-Litzen, die können wir zusammen verdrehen, weil die kommen einfach beide an Minus dran. So, da haben wir schon mal. Das wäre jetzt in dem Fall, wenn man keinen Wi-Fi-Empfänger hat, einfach nur eine Kamera, dann macht man das genauso mit der Kamera. Die Kamera hat dann Plus und Minus. Man schließt Minus, schließt man zusammen an. Die Plusleitung, ganz wichtig. Moment, die Plusleitung, genau. Die Plusleitung von diesem Kondensator, die schließen wir an das Rückfahrlicht an. An die Plusleitung des Rückfahrlichts. Und diese gelbe Leitung steht ja drauf. Verbinden Sie diese bitte mit der Kamera oder in diesem Fall mit dem Wi-Fi-Empfänger. Die müssen hier zusammen verbunden werden. So, wenn wir die zusammen verbinden, natürlich abisolieren, Leute, ne? Ich mache das jetzt erstmal nur versuchsweise für euch, damit ihr das auch versteht. Da habe ich mir echt viel Mühe und Zeit genommen, um das jetzt hier, dieses Video für euch zu erstellen. So, und was machen wir jetzt? Wir verbinden diese positive Leitung von diesem Kondensator und die negative Leitung von dem Kondensator verbinden wir an das Rückfahrlicht. Und dieses Gelbe mit der positiven Leitung, das bleibt so. Das bleibt so, wird nirgendwo angeschlossen, wird nur noch isoliert, fertig. So. Und das machen wir jetzt mal. Wir schließen das gerade hier an das Rückfahrlicht an. Ich werde das jetzt nicht irgendwie abziehen, verkrimpen und. Ich möchte das wirklich einmal für euch nur testen. Und deshalb nehme ich die rote Litze. Wir müssen jetzt natürlich einmal messen, ist das auch wirklich hier Plus und Minus. So, ich habe das Rückfahrlicht jetzt angemacht, Licht ausgemacht. Wir sehen hier. Diese ist aus, diese hier ist an. Und jetzt gucken wir einmal, wo ist Plus und wo ist Minus. Kamera einmal rangezoomt. Wir gehen in den mittleren habe ich gesagt, haben wir Minus. Wenn wir direkt dran gehen. Nicht einfach. Und in den unteren haben wir Plus. Und wir haben hier, ja, 11 Volt.
So, das Lämpchen leuchtet, heißt also, das System ist aktiv und sendet ein Signal vorne zum Radio. Was wir jetzt machen können, ist Kamera anschließen. Wir haben hier die Kamera. Wisst ihr was? Ich zeige euch mal direkt was. So. Ja, Leute, es funktioniert. Wisst ihr, was mich jetzt interessiert? Das ist ja eine Nachtsichtkamera. Ich mache jetzt gerade mal das Licht aus. So, Licht ist aus. Ihr seht, ich bin ziemlich überbeleuchtet, weil das Rückfahrlicht hier scheint. Ich drehe das mal um. Schaut mal. Nicht schlecht, ne? So, schöne Nachtsichtkamera. Da könnt ihr euch nochmal selber sehen. So, hier ist die Kamera. Total hell, weil halt Nachtsichtkamera. Und man kann hier die LEDs sogar sehen, wie die leicht am Leuchten sind. Könnt ihr das erkennen? Seht ihr? Die LEDs, die leuchten hier. So, ne? Naja, wie auch immer. LEDs, die leuchten, Infrarot für die Nachtsicht. Leute, es funktioniert. Tja, Leute, ich hätte gesagt, ein voller Erfolg. Also mir gefällt es gut, so weit, so gut. Hin und wieder habe ich gesehen, ein bisschen gekritzelt im Display. Haben wir das eigentlich getestet, als der Motor lief im Rückwärtsgang? Ich glaube nicht. Wisst ihr was, das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Also. So, da hinten haben wir den Bildschirm. Es ist noch ein bisschen dunkel, ich habe das Licht immer noch nicht angemacht. Starten wir mal das Auto. Rückwärtsgang rein. So ein bisschen. Das kann an der hohen Stromaufnahme liegen, weil die Batterie recht schwach ist, aber es kriselt halt, ne? Ich blinke jetzt mal. Ja, geht soweit. Klimaanlage anmachen. Oh, Klimaanlage angemacht, zieht natürlich auch einiges an Strom. Ja. Ganz okay. Ich würde sagen, den Rest machen wir am Tisch zu Ende. Also aus meiner Sicht ganz okay der Empfang. Dafür, dass es so ein Funksignal ist, ist es ganz okay. Klar, man kann jetzt ein bisschen mehr erwarten. Ich meine, die Strippen, die sind jetzt einfach nur so reingesteckt, aber ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich daran liegt, dass ich die Strippen einfach nur so in die Litzen überall reingemacht habe. Es ist halt nur ein Test, Leute. Es bleibt nicht so, ne? Wenn ich das mal wirklich fest installiere irgendwo, Entschuldigung, wenn ich das irgendwo fest installiere, werde ich es natürlich anständig verkrimpen, wenn ihr das macht. Verwendet anständige Quetschverbinder für so Kofferraumklappe, würde ich sogar sagen, Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch, der abdichtet, denn dort ist es regelmäßig feucht in der Heckklappe und auch im Kofferraum. Ne? Wir wollen ja nicht, dass die Kabel kaputt gehen oder sonst was. Ja, wir haben gesehen, sobald der Motor anfängt Strom zu ziehen, ich weiß nicht, was an meinem Auto los ist. Ich habe schon das Ladegerät dran, wenn ich den Motor starte, geht er trotzdem nicht über 12 Volt. Ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe schon vorhin so einen Massepunkt nachgezogen. Ich hatte schon mal das Problem, da war das Auto gerade 4 Jahre alt, Batterie kaputt, weil die Batterie hat nur noch 11,8 Volt oder sowas Ladespannung gekriegt. Dann habe ich mal geguckt,
eine neue Batterie reingeschmissen, geguckt, immer noch so wenig Ladespannung, dachte ich, der Generator ist kaputt. Und dann habe ich die Massepunkte nachgezogen, also gelöst, Massepunkt, und wieder angezogen. Da hat er 14 Volt gehabt. Das lag damals an den Massepunkten, die waren wirklich korrodiert und haben Strom nicht durchgelassen. Gut, dass das jetzt so geflackert hat, kann natürlich daran liegen, dass ich Unterspannung habe. So ein Servomotor, das ist ja keine Servolenkung im typischen klassischen Sinne, sondern das ist eine elektrische servounterstützte Lenkung. Da ist ein Elektromotor und der frisst natürlich einiges an Strom. Und da haben wir gesehen, da ist das Signal etwas zusammengebrochen. Ihr könnt euch erinnern, ich habe euch das gezeigt. Ne, dieses System arbeitet von 9 bis 14 Volt. Die Kurve, ne, wenn die geglättet wird, oder nicht die Kurve, sondern dieses Zickzack, wenn das geglättet wird, bei normaler Spannung sind wir bei ungefähr 10 Volt, habe ich so gesagt. So jetzt, aber wenn mein Auto jetzt schon 12 Volt hat, und die 12 Volt dahin schickt und die glättet er, kann es gut sein, dass er teilweise vielleicht sogar unter 9 Volt fällt. Vor allem, wenn ich so einen Verbraucher anmache, wie die Servolenkung betätige. Ja, aber sonst hätte ich gesagt, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so einfach ist, speziell bei diesem CAN-Bus-Fahrzeug. Also es war wirklich einfach, das anzuschließen, ohne die Strippen. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, ich muss irgendwo Strippen suchen, speziell am Radio, dass der Empfänger nur aktiviert wird, sobald der Rückwärtsgang reinkommt. Das wäre natürlich totaler Kappes, wenn wir dieses Signal benötigen. Also das wird ja gar keinen Sinn machen. Und weil es ein CAN-Bus-Fahrzeug ist, ist es mega easy. Wir haben die Spannungsversorgung direkt am Radio. Das geschaltete Plus haben wir vom Radio gezogen. Und die Kamera, die schaltet, das Radio schaltet die Rückfahrkamera ein, sobald man den Rückwärtsgang einlegt, weil das ein CAN-Bus gesteuertes Signal ist und es reagiert nicht auf darauf, dass wir eine Spannungsversorgung haben, die wir da gezogen haben. Wie das jetzt bei Fahrzeugen ist ohne CAN-Bus, weiß ich nicht, Leute, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht wirklich dann dieses geschaltete Plus, nicht geschaltete Plus, sondern Rückwärtsgang Plus suchen muss. Das kann ich euch aktuell nicht sagen, habe ich nicht getestet. Könnte ich vielleicht an meinem Alhambra oder am TT testen. Ja, beim TT wird es auch gehen, denn wenn ich da den Rückwärtsgang reinmache, da geht das Radio nicht in die Rückfahrkamera rein. Bedeutet, da muss ein manuelles Kabel gezogen werden. Und da würde ich mir wirklich überlegen, ob ich mir vielleicht so ein Funksystem einbaue, um es wirklich einmal auch zu testen, dass ich was dazu sagen kann. Denn ich habe es noch nie wirklich im Fahrbetrieb, im Alltagbetrieb getestet. Aber soweit bis jetzt finde ich das ganz okay. Wir wissen alle, es ist halt Wifi. Die Signale werden zwischendurch von irgendwelchen anderen Signalen vielleicht gestört oder sowas von der Karosserie, von den anderen Verbrauchern, die hier so verbaut sind. Das sind überall Steuergeräte. Kann sein, dass das irgendwo gestört wird. Aber das Signal für das Video ist da und erspart eine Menge Arbeit. Man braucht die Kabel nicht ziehen. Und wir sind direkt an der Heckklappe, da wo vielleicht eine Kamera montiert werden kann, speziell bei Fahrzeugen, wo der Rückwärtsgang und die Kamera in der Heckklappe sind. Ja, Leute, und ich würde sagen, wir kommen zum Ende dieses Videos. Ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen die Frage beantworten, wie sowas angeschlossen wird, denn ich muss euch ehrlich sagen, ich habe reichlich solcher Fragen gekriegt, speziell was diesen Dämpfer angeht. Und ja, Fragen gekriegt, wie schließe ich das am Golf 5 oder Golf 6 oder Touran eine Rückfahrkamera an? Und wie schließe ich es mit so einem Funksystem an? Wie funktioniert das oder wie muss ich es anschließen? Ja, ich hoffe, ich habe jetzt hier alle Fragen beantworten können, ja, die ihr dazu hattet. Ich hoffe natürlich, die Leute, die das gefragt haben, die gucken sich das Video an und schauen, wie es funktioniert. Also ich muss euch ehrlich sagen, bei diesem Auto, beim Golf 6, ist es jetzt wirklich sehr, sehr simpel gewesen. Ja, Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst und wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn ich hier irgendwas bastel. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, euer Schrauber.